Das wäre übrigens auch eine Investition, die ich dann demnächst mal irgendwie aus Spendengeldern oder so tätigen würde, nämlich ein vernünftiger Gamerstuhl, wisst ihr, so das, was die ganzen großen Gamer-Legenden so haben. Ich glaube, das mache ich lieber anders, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass da liegt kein Segen drauf, das so zu machen, wie ich das jetzt gerade vorhatte. So. Lieber wieder so auf die alte Tour. Okay, das kann dauern. Ich könnte jetzt eigentlich nebenbei was erzählen, aber ausgerechnet jetzt gehen mir die Themen aus. Ja, auch das passiert mir mal. Weißt du, Meier? Nein. Ach ja, wer erinnert sich noch, wie das war, als ich aus Sardinien zurückkam und euch erzählt habe von dem Campingplatz, wie abgefahren es da war und überhaupt die ganze Insel. Ich muss wirklich sagen, das war der schön teuerste Urlaub, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der aber am wenigsten halt befriedigend war. Also ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, war unser Urlaub, also von den letzten Urlauben, die wir gemacht haben, war der Urlaub auf Zypern. Das war richtig geil. Da gibt es so diese, das nennt sich Cypress Villages. Uah. Das sind alte Bauernhäuser, die von einer Firma fit gemacht werden für den Tourismus. Und da kann man so richtig so in so einem alten kleinen Bauernhaus traditionell leben. Oh, das ist sowas von cool, das kann man gar nicht beschreiben. Also sowohl meine Freundin als auch ich, wir haben das beide geliebt. Wir waren da in so einer ganz, in so einem ganz kleinen Ort namens Kalawassos. Und voll interessant das Ganze und vor allen Dingen die Leute total cool. Also ich habe mich selten irgendwo im Urlaub so willkommen gefühlt wie auf Zypern in Kalawassos. Mit Ausnahme von Madeira. Madeira ist natürlich unübertrefflich. Also so, da komme ich nicht dran. Okay, dann machen wir die nächsten. Da ist es schon ein bisschen tiefer, ne? Seht ihr? Da sind wir jetzt schon. Oh, da sind wir auch schon drinne. Alter. So, und jetzt stellt euch vor, jetzt verbrennen wir hier in der Lava. Jetzt, wo wir einen Verzauberungsraum haben, aber noch keinen Tisch. Auf dem Weg zum Tisch verbrennen wir erstmal eine Runde. Nee, also Madeira ist wirklich ist so Wahnsinn. Also ich kann jedem wirklich nur auch der Natur total mag und so weiter und gerne wandern geht und gerne ist beim Wandern auch so und auch beim Trinken richtig krachen lässt, kann ich nur Madeira empfehlen. Madeira ist so richtig. Am Tage haust du dich komplett aus den Socken mit der ganzen Wanderei in den Bergen und so weiter und so fort und abends gibst du dir die Kante mit ordentlich Poncha. Musst aber aufpassen, dass du nicht am nächsten Tag wie Schluckwasser in Kurve bist. Weil Madeira ist wirklich auch hundsgefährlich. Also, wie viele Leute da schon beim Wandern umgekommen sind. Davon hört man nur normalerweise überhaupt nichts. Komischerweise. Also ich habe schon eine ganze, ich bin schon in einer ganzen Menge Gegenden gewandert, aber nirgendwo war es so hardcore und wirklich, dass ich das Gefühl hatte, hier musst du so richtig aufpassen, sonst ist Feierabend. Sonst war's das mit deinem Dasein. Also echt, ja. Aber wunderschöne Natur und coole Leute. Also man kann sich mit den Einheimischen sehr schnell anfreunden. Ich freunde mich sowieso mit Einheimischen überall ziemlich schnell an. Da habe ich kein Problem mit. Bin halt nun mal ein ziemlich extrovertiertes Kerlchen.
Zumindest scheint das so. So. Upsie. Das ist alles noch sehr, 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 sehr gefährlich hier. Der ganze Quatsch. So, einen mache ich noch. Ich sagte 20. Und dann haben wir tatsächlich noch mehr Obsidian. Gut, was wir nun heute auf jeden Fall machen, ist Verzauberungstische jetzt noch fertig bauen. Irgendwas verzaubern, auf jeden Fall. Es wird Nacht. Fuck it, habe ich jetzt ganz vergessen. So, wo war denn die Heimat? Da. Die hohen Tannen der Heimat. Und die hohen Dschungelbäume der Heimat. Gleichermaßen leuchten sie uns den Weg in die Ferne zu unserem Heim. Honkheim. Ich muss noch die Hymne von Honkheim erfinden. Mir fällt gerade momentan nichts Vernünftiges ein über Honkheim. Oh, mein geliebtes Honkheim, mir fällt zu dir nichts ein. Oder wie auch immer. Wie auch immer, wir haben genügend Obsidian, wir haben genügend Diamanten. Was brauchten wir denn noch eigentlich für den Enchantment Table? Ein Buch. Ja, das wird unter Umständen das Problem werden. Denn wir haben, glaube ich, kein Buch mehr. Nein, haben wir nicht. Was wir aber machen könnten, das ist zwar totaler Schwachsinn, aber in der Not frisst man halt auch manchmal was. Ihr wisst, was ich vorhabe. Garantiert. So. Denn. Hier. So, jetzt dürften wir. Ja, und somit hätten wir eigentlich alles dabei. Wir müssten noch die Diamantos hier oben rausholen. Was eiert da draußen ein Skelett rum? Ich glaube, es hackt. So. Genügend von dem Zeug. Es ist nicht genügend. Sag bloß, wir müssen noch, na? Du weißt schon. Ich weiß aber, wo es sowas gibt. Hier, Lapis. Drüben im Dschungel. Jawohl. Sag bloß, wir müssen extra in den Dschungel, um Lapis zu holen. Aber wir müssen sowieso in den Dschungel und insofern, was soll's? Oh, was mir jetzt gerade so einfällt, das ist, wir werden ein Problem kriegen. Wir kriegen dieses Ding nämlich nicht zentriert. Ist mir doch egal. So, wir haben sogar noch ein Buch. Und wir haben... halt, stopp. Wir müssen den Lapis erstmal zerlegen. Och, ist doch eine ganze Menge. Buch. Lapis Lazuli. Protection 3. Entschuldigung. Wenn ich jetzt... Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Also, was ich hier mache. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und sage... ich möchte meine Schuhe hier. Ach nee, die Schuhe. Ich weiß nicht so recht. Diamond Helmet. Lass mich mal gucken. Was passiert, wenn ich den Diamond Helmet hier reinlege? Hallo, könntest du bitte den Diamond Helmet da reinlegen? Und ein bisschen Lapis dazu. Respiration 3. Das ist ja fast wie drüben in England. Weißt du was? Die Kappe nehmen wir. So. Jetzt haben wir immer noch 34 Enchantment Levels. Dann würde ich doch sagen, machen wir folgendes. Was passiert, wenn ich den Helm nochmal reinlege? Und jetzt nochmal.
Nö, da geht gar nichts. Schade eigentlich. Wenn ich jetzt ein Buch reinlege und Lapis dazu. Bane of the Anthropods. Da bräuchte man jetzt eigentlich ein Schwert, ein vernünftiges oder so. Oder kann ich auch einen Bogen? Was passiert, wenn ich den Bogen da reinlege? Ne, da passiert gar nichts, weil der schon verzaubert ist. Wir brauchen dringend mehr verzauberte Rüstungsgegenstände. Oder besser diamantene Rüstungsgegenstände. Was passiert denn, wenn ich die Boots da reinpacke? Und mal Lapis. Featherfalling. Wollen wir? Nee, Protection 3. Oide. Ja. Alter, guck dir das an, was wir alles gekriegt haben. Und Unbreaking. Alter, da war mehr drin als... So, pass mal auf. Jetzt hauen wir hier noch ein Buch rein. Piercing. Einfach für später. Nehmen wir raus. Können wir noch ein Buch reinlegen. Ja, jetzt kriegen wir kein Level 3 Dings mehr, weil wir haben nur noch 29 Erfahrungslevel. Aber gut was hingekriegt. Gut was hingekriegt. Ich muss mal was schauen. Einfach mal so. Wir haben leider nur noch ein einziges Dingsy. Was passiert eigentlich? Ich bin jetzt mal wirklich daring. Weil wir einen einzigen Diamanten noch haben. Ich baue mal eine Diamantschaufel. Und wir gehen mal hierher. Hauen hier mal den Lapis rein. Hauen hier mal die Schaufel rein. Efficiency. Nein, das hilft nichts. Also die Diamantschaufel, die werden wir nochmal... Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich die Spitzhack hier reinhaue? Die hat noch keine Verzauberung, ne? Nö. Looting Piercing 5. Alter. Schöne Sache. Ich hau mal hier kurz den Lapis rein. Alter, das wäre so cool. Ja, wir warten. Wir warten. Jetzt warten wir ab. Was ist da draußen los, ey? Hört sich an, als würde die Hölle abgehen da draußen. So. Ich würde mal sagen, ich pack mal die Schaufel und die Spitzhacke hier rein. Die sind mir einfach zu wertvoll. Den Lapis. Den nehmen wir auch mal. Haben wir ja doch eine ganze Menge von. So, und dann, halt, stopp, das Zauberbuch muss da noch mit rein. Die Truhe läuft, bricht halt bald aus allen Nähten. Das Buch hier, das können wir auch noch mal reinpacken. So, und jetzt legen wir uns unsere Unbreaking und Respiration Haube an und Blast Protection, Unbreaking, Feather Falling. Alter Schwede. Ja, ich kenne mich mit Verzaubern noch nicht so gut aus, wie ihr seht. So, welche Uhrzeit haben wir denn? Habt ihr inzwischen Poppy Poppy gemacht? Irgendwas ist hier schattig. Guti, Freunde. Nein, ich verabschiede mich noch nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg rüber zu Raspoales Dschungel. Und eine Sache will ich auf jeden Fall noch machen. Ich will noch kurz das Nether-Portal dort aufbauen. Könntest du bitte mal was essen? Danke. Warum habe ich jetzt den Wassereimer dabei? Das wird mir leid tun. So. Ach, da ist der Arbeitslose. Moinsen. Der treibt sich hier die ganze Zeit bei den Kühen rum. Ich hoffe, der tut dir nichts. Halt. Hab etwas vergessen. Brauche Essen für Kurs. Kurs.
Mo. Jetzt dreht er richtig am Zeiger, wa? So, yo. Wir haben heute eine Menge geschafft. Ich bin echt sowas von glücklich. Ach, guck mal, wir haben schon wieder ein Enchantment-Level. Wollen wir nochmal runtergehen und die Schaufel enchanten? Ich glaube... Was können wir tun? Boah, so viele. So, oh. Wir müssen bald wieder Kuhfutter besorgen. Tschüss. Ihr ollen Hornviecher. Ja, und hier soll ja auch irgendwann mal eine Straße lang. Alter Schwede. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ihr seht ja, wir haben jetzt schon wieder eine 3 Stunden und 16 Minuten Session beendet. Und ich möchte auch bald beenden. Heute keine 5 Stunden. Nein. Wird heute mal nicht passieren. Oh, guckt euch das an. Oh, geil. Ja, ich meinte nur gerade drüben, ich habe den Dschungel von der Entfernung gesehen. Ja. So, und da rennen wir jetzt hin und bauen ein Netherportal. Jawohl, das tun wir. Und wenn dann noch Tee übrig ist, ich mag es ja kaum sagen, dann würde ich ganz gerne noch ein bisschen an der Monsterfalle rumschrauben. Einfach nur so als Versprechen an die Zukunft. Und ich möchte das erstmal so machen, dass ich erstmal die Stufe implementiere, wo die Viecher sich selbst aus dem Leben nehmen und wir Loot kriegen können. Und das heißt, wir kriegen einen ziemlich unerschöpflichen Vorrat an Pfeilen und Bögen und was sonst noch. Ja, Knochenmehl, genau, Knochen. Das ist schon mal ganz schön. Es ist nach. Und wir sind noch nicht zu Hause. Ich wollte ja eigentlich jetzt auch die Verzauberung noch machen von der Schaufel. Cheat ist echt viele. Das haben wir bei uns hier in Hamburg. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich den Weg gleich nochmal laufen. Denn ich würde dann jetzt ganz gerne oben schlafen, sobald wir es schaffen. Wir werden beschossen. Hauptsache keine Creeper. Ist da noch Pedro? Pedro, der ärmste Papagei. Tja. Das passiert, wenn man mich ärgert. Ja, aber ich wusste ja auch nicht, dass der so aus Pappe ist, ne? Der ist ja einfach umgefallen. Ich habe den ja nur ein ganz klein wenig gestreichelt mit dem Holzklotz und dann ist er gleich umgefallen. Da kann ich ja nicht wissen, dass da sowas bei rauskommt. So. La 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 la. Zombie-Mann. Die kommen nicht an mich ran. La la la. Ja, was habe ich denn jetzt noch nicht erzählt? Also, oh, Advancement Made, Enchanter. Hm. Ja, und das ist nicht eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Ja, sicher, ich habe Sachen enchantet, vor allen Dingen mit Büchern, die ich mir halt geangelt habe und so. Haha, Arsch. Ist ja umgefallen. Nö. Er ist noch auf dem Weg. Komm mal her. Brav. So. So gehört sich das. Wenn ich sage, komm her. Wenn ich sage, sei tot, dann hast du... Oh, Alter. So, was haben wir denn hier noch eigentlich? Lapis, ganz viel Lapis. Ja. Wir brauchen unbedingt einen Lagerraum. Und das hier gehört rüber nach St. Ursula. Behaupte ich mal so. Oh, guck mal. So. Ich frage mich jetzt, wo setze ich denn mal provisorisch das Netherportal hin? Ich glaube, ich habe gar kein Feuerzeug hier, ne? Aber das soll nicht unser Problem sein. Also das ist jetzt einmal provisorisch. Das ist jetzt erstmal provisorischer Platz für das Netherportal. Progress,
These unseen pillars of civilization, the desire to live in freedom, will meet my veto. We are making progress. We are making progress without regard for the will of the people.